Willkommen bei einer neuen Folge von WAGO Compact News. Diesmal mit den Themen Echtzeitdaten aus den Trafostationen, Powertage in Zürich, Spatenstich in Domdidier, Gewinnspiel Win mit WAGO. Erneuerbare Energien stellen für Energieversorger eine große Herausforderung dar. Denn die schwankenden Lastbedingungen erschweren die Beurteilung der Netzqualität. Um das Versorgungsnetz stabil zu halten, ist es wichtig, den Energiefluss auf der Mittel- und Niederspannungsebene zu kennen. Am besten natürlich mit Echtzeitdaten aus den Trafostationen. Ja, und genau das hat das Elektrizitätswerk in Rümlang nun getan. Das Unternehmen hat dabei mit der Brütsch Elektronik AG zusammengearbeitet. Diese Firma bietet ein Netzführungssystem an, das gut für kleine Energieversorger geeignet ist. Ein wichtiger Bestandteil dieses Systems ist der WAGO-Controller PFC200. Dieser Controller erfasst zuverlässig alle Daten der Sensoren und sendet sie sicher zur Zentrale, wo sie visualisiert werden. In Rümlang liegen nun exakte Informationen vor von jeder Mittelspannungsleitung. Man weiß also, welche Spannung anliegt und welcher Strom mit welcher Frequenz fließt. Auch die Werte von Blind-, Wirk- und Scheinleistungen sind festgehalten. In Rümlang sind also die Voraussetzungen geschaffen, um die erneuerbaren Energien problemlos auszubauen. Wer sehen will, wie die Brütsch Elektronik AG das Projekt umgesetzt hat, der kann dies an den Powertagen tun. Diese Veranstaltung findet vom 4. bis zum 6. Juni in der Messe Zürich statt. Es ist die Plattform für die Schweizer Stromwirtschaft. Dabei gibt es einen Ausstellungsbereich und ein Forum, in dem die Trendthemen der Branche besprochen werden. An den Powertagen wird auch WAGO dabei sein. Also streichen Sie sich das Datum in der Agenda an. Powertage in Zürich vom 4. bis zum 6. Juni. WAGO Kontakt erweitert die Produktionskapazitäten am Standort im freiburgischen Domdidier. Entstehen wird eine neue, energieeffiziente und ressourcenschonende Kunststoffspritzerei auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern. Vor einigen Wochen erfolgte der Spatenstich. Mit dabei waren auch Vertreter aus dem Mutterhaus im deutschen Minden. Unter ihnen befand sich die Inhaberfamilie Hohorst. Ebenso ließ sich CEO Heiner Lang nicht nehmen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Die Investition für die neue Fertigungsstätte liegt bei rund 30 Millionen Schweizer Franken und dürfte gegen Ende 2025 den Betrieb aufnehmen. Kleines Produkt, große Wirkung. Vor 50 Jahren revolutionierte WAGO mit der Verbindungsklemme die Anschlusstechnik in der Elektroinstallation. Der Satz «Gib mir mal eine WAGO» ist seit der Markteinführung 1974 fest im Vokabular eines jeden Elektroprofis verankert. WAGO feiert dieses halbe Jahrhundert Dosenklemme mit einem Gewinnspiel. Beim Wettbewerb können Elektroprofis noch bis zum 30. Juni teilnehmen. Sie müssen dafür einfach den QR-Code auf den aktuellen Verpackungen der Serien 221 und 2273 einscannen. Zu gewinnen gibt es Sofortpreise und Hauptpreise im Wert von bis zu 2.500 Franken. Mitmachen lohnt sich also. Weitere Infos finden Sie unten beschrieben. Das war es von einer weiteren Sendung WAGO Compact News. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal dabei sind. Danke fürs Zuschauen.